Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Das sind Worte Jesu aus dem heutigen Evangelium und für uns ein Impuls, über unsere Gotteskindschaft nachzudenken. Wir sind Kinder Gottes. Das ist eine Wirklichkeit, die uns ganz tief berühren sollte. Es war schon immer eine tiefe Überzeugung der Christen, dass sie sich an Gott als einen Vater wenden können, als seine geliebten Kinder. Denn der Herr hat ja gelehrt, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Vater, Gott ist Vater. Und die Apostel hatten selbst gehört, wie Jesus mit dem Vater sprach und ihn mit Abba anredete, Abba Vater, also Papa. Mit welcher Zärtlichkeit redete der Herr mit dem Vater? Und das haben die Zeugen damals gehört. Und so kann Paulus dann später schreiben im Römerbrief: Ihr habt also den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. Ja, das hat der Herr uns gebracht, das neue Leben in Gott, als Kinder, geliebte Kinder Gottes. Das ist keine Theorie oder abstrakte Wirklichkeit, sondern es ist die Wahrheit über uns. Seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Ja, wie ist das Bewusstsein der Gotteskindschaft bei dir und bei mir? Es gibt einen Heiligen, den Heiligen Josef Maria, der einmal ein sehr, ja, erschütterndes, tiefgreifendes Erlebnis in Bezug auf die Gotteskindschaft hatte. Er beschreibt es folgendermaßen: Ich könnte euch genau den Tag und sogar die Uhrzeit jenes ersten Betens als Kind Gottes angeben. Schon als Kind hatte ich im Vater unser gelernt, Gott Vater zu nennen. Nun aber empfand, sah und war ich voller Staunen angesichts des göttlichen Ratschlusses, dass wir Kinder Gottes sind. Und das mitten im Verkehr, in einer Straßenbahn, eine Stunde lang oder länger, ich weiß es nicht mehr. Ich musste es einfach hinausschreien, Abba, Vater. Ja, vielleicht haben wir manchmal so ein etwas verzerrtes Bild von Gott. Oder man, vielleicht nicht wir, aber viele Menschen. Dass wir Gott sehen als jemanden, der uns Gesetze gibt, der bei Übertretung Strafen androht, der zornig ist und der uns eigentlich immer sagt, was wir tun sollen und so weiter. Aber Gott ist kein tyrannischer Herrscher und kein strenger, unversöhnlicher Richter. Er ist unser liebender Vater. Er schaut uns mit dieser unendlichen Kraft seiner Liebe an und er ist eben derjenige, der uns am meisten mag. Und wenn er uns bestimmte Prinzipien und Gesetze gibt, Gebote, dann tut er dies, weil sie uns glücklich machen, weil das unsere Wahrheit ist, was er uns sagt. Und manchmal, wenn bestimmte Dinge geschehen, über die wir uns vielleicht ja, eben beschweren oder unzufrieden werden, und denken, Mensch, Gott müsste mich doch ganz anders behandeln. Dann
können wir sicher sein, dass er uns folgende Worte sagt: Mein Kind, du verstehst mich nicht, aber vertraue mir doch. Also Vertrauen, Vertrauen, weil Gott unser liebender Vater ist. Ganz und gar. Papst Franziskus, der kann viele Dinge sehr, sehr schön ausdrücken. Und über die Gotteskindschaft sagt er uns Folgendes: Das ist unsere Körpergröße. Das ist unsere geistliche Identität. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Immer. Begreift also, dass sich selbst nicht zu akzeptieren, unzufrieden zu leben und negative Gedanken zu haben, bedeutet, unsere wahrste Identität nicht zu erkennen. Das ist, als wendete ich mich ab, während Gott mich anschauen möchte. Es bedeutet, den Traum, den er für mich hegt, auslöschen zu wollen. Gott liebt uns so, wie wir sind. Und keine Sünde, keine schlechte Angewohnheit, kein Fehler bringt ihn davon ab. Ja, für diese Haltung Gottes haben wir ja eigentlich das schönste Gleichnis, das der Herr uns erzählt hat. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es, dass der Vater den Sohn, den eben verlorenen Sohn, von Weitem kommen sah. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass er Ausschau nach ihm gehalten hat, jeden Tag. Und dann, der Sohn erwartet einen Tadel, aber das Gegenteil ist der Fall. Der Vater läuft ihm entgegen, er küsst ihn, umarmt ihn und weint vor lauter Glück, dass der Sohn wieder gekommen ist. Also was sagt uns das? Das sagt uns, dass uns nichts von dieser Liebe, von dieser väterlichen Zärtlichkeit und Liebe abhalten kann. Selbst unsere Sünden nicht. Er ist Vater immer. Und das kann dazu führen und muss dazu führen, dass dieser Geist der Gotteskindschaft, dieses Bewusstsein, Kind Gottes zu sein, das Fundament unseres Lebens wird. Es genügt einfach nicht so, sich so zu, ja, einfach das so zu sagen, sondern umzusetzen in ganz praktisches Leben. Zu wissen, dass Gott da ist, dass er mich begleitet, dass er mich liebt und dass er mir eben in jeder Sekunde nahe ist. Mit dem Herzen können wir uns immer wieder an den Vater wenden. Das ist das Wichtigste. Der Geist der Gotteskindschaft verändert alles. Das innere Leben, das ist eben ohne diese Liebe zu ihm, ich würde mal sagen, ein sehr trockenes. Aber wenn wir aus der Gotteskindschaft herausleben, dann wird unser inneres Leben eben in diesem ständigen Dialog mit ihm sein, mit dem Vater im Himmel. Ja, versuchen wir vielleicht heute und in den nächsten Tagen uns dieser Wirklichkeit, dieser Wahrheit bewusst zu sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und versuchen wir auch, das anderen Menschen mitzuteilen. Denn wir haben aus dieser Wahrheit heraus auch eine große Kraft, die uns dazu in die Lage versetzt, wirklich den anderen Menschen Gott vorzustellen. So wollen wir uns auch nun an den Vater wenden und ihm sagen: Lieber Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Es komme in mein Herz, sodass ich alles, was ich berühre, was ich tue, eben aus dir in deinem Geist tue. Und dann einst eben wie der verlorene Sohn in deiner Umarmung mich wohlfühlen kann. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter,
Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.